Hallo, ich begrüße euch zu einem neuen Video von E-Bike TV und in diesem Video geht es wieder um E-Bike, Urban E-Bike Neuheiten 2022. Und was das genau ist und was das mit der Marke Sushi zu tun hat, das seht ihr in diesem Video. Ja, mein Name ist Matthias Faber, ich bin von E-Bike TV, euer Moderator, Sportwissenschaftler und natürlich auch begeisterter E-Biker. Und mir ist eine Nachricht zu Ohren gekommen, dass die Leute von Sushi Bikes jetzt praktisch ab September ein neues E-Bike auf den Markt bringen und das sozusagen Update ist zu dem Marki, womit ich jetzt hier unterwegs bin, seit ungefähr einem Jahr oder sogar seit länger als einem Jahr. Und das Marki hat sich echt als ein sehr gutes urbanes Bike entwickelt, vor allen Dingen was die Haltbarkeit angeht. Und ich hatte jetzt schon mehrere Videos dazu gemacht, die verlinke ich euch oben auch nochmal. Einmal natürlich ein Vorstellungsfahrrad, dann was passiert eigentlich, wenn man 1500 Kilometer fährt, habe ich auch nochmal ein Video zu, verlinke ich auch nochmal oben. Und natürlich auch Langzeittest, was passiert, wenn man länger als 3000 Kilometer mit dem Fahrrad fährt. Und unter dem Motto First Community Build Bike hat oder Buildbike vom Erstellen, haben die Leute von Sushi sich gedacht, wir nehmen praktisch die Sachen, die in der Community, aber auch von mir natürlich, immer so ein bisschen bemängelt worden ist an dem Fahrrad oder sagen wir so, auf die man sich einstellen musste. Ja, los geht es bei dem Plus. Natürlich Plus gleich mehr Reichweite. Und die Leute von Sushi haben sozusagen die Kritik, die sie hatten, dass die Reichweite mit dem Fahrrad nicht so groß war, an sich genommen und haben halt einfach praktisch die gleiche Größe an Batterie genommen, aber dadurch, dass sie die Zellen drin besser gestellt haben oder eine andere Technologie verwendet haben, mehr Zellen reingekriegt, was die Reichweite verlängert hat. Reichweite war bisher, würde ich sagen, ich bin damit 60 Kilometer weit gekommen. Aber ich glaube, normale Leute, die nicht so wie ich auch sehr radaffin sind, vielleicht nur so 30 bis 40. Und laut Sushi soll jetzt auf jeden Fall die Reichweite deutlich darüber liegen, also bis zu 70 Kilometer. Und sie hat jetzt 9,6 Ampere. Was natürlich auch noch das unterstützt. Ja, eine Frage, die ich mir natürlich bei der Batterie stelle, passt die neue Batterie auch in das alte System? Weil dann könnte ich mir ja die neue Batterie kaufen und hätte halt beim alten System halt auch viel mehr Reichweite. Ja, das Zweite, was sie gemacht haben, ist, dass sie das Display genommen haben, beziehungsweise das alte Display abgebaut haben, was ja immer an so ein, ich sag mal, 80er Jahre Dattler-Waraden hat, wo man drauf gedrückt hat, kenne ich noch. Das haben sie auf jeden Fall neu gemacht, das ist natürlich deutlich kleiner geworden. Das hat jetzt sozusagen so eine Funktion wie so ein Touchscreen, wo man drauf drückt und dann einmal 5 verschiedene Unterstützungsstufen statt vorher 3 wählen kann, man den Batterieladezustand angucken kann und natürlich auch die Geschwindigkeit ablesen kann. Alles in so einem ganz schlicht schwarz gehalten, sieht super aus. Ja, eins der wichtigsten Sachen, die sie, finde ich, auf jeden Fall an dem neuen Plus-Modell geändert haben, ist die Ergonomie. Sie haben zwar nicht das Rahmendesign, die Geometrie geändert, haben aber durch kleine Eingriffe dafür gesorgt, dass man deutlich entspannter und bequemer auf dem Fahrrad sitzt. Bisher war es halt immer so, dass man eine sehr vorgebeugte Position hatte, wo man sich stark mit den Armen auf den Lenker und den Händen abgestützt hat. Das hat immer dazu geführt, dass die Hände wehgetan haben, die Arme unentspannt waren, Hals und Nacken natürlich auch immer in Anspannung war und das für mich auf jeden Fall längere Strecken als 10 bis 15 Kilometer vielleicht nicht so optimal waren. Jetzt haben sie eigentlich das relativ easy gemacht. Sie haben einen kürzeren Vorbau genommen, sie haben einen Riser Bar genommen und einen bequemeren Sattel. Das führt dazu, dass das Gewicht halt von dieser vorgebeugten Position viel weiter nach hinten rutscht und dass die ganze Belastung nicht mehr auf den Arm, Händen, Nacken und Hals geruht hat, sondern jetzt auf jeden Fall auf dem Sattel. Zusätzlich haben sie noch für mehr Komfort, für mehr Dämpfung halt breite Reifen genommen, die halt sozusagen schon viele Schläge abhalten, die vorher halt immer direkt vom Boden über das Fahrrad auf den Körper getragen worden sind. Das ist für mich auf jeden Fall die größte und eigentlich auch beste Neuerung. Ja, ein weiterer Punkt, den die Sushi-Leute gemacht haben, sie haben das Design oder wollen wir sagen, am Design etwas geändert. Und zwar haben sie den Lenker so ein bisschen aufgeräumt, haben ja, weil sie das kleinere Display haben, eine bessere Klingel, eine Ringklinge verbaut und die Bremshebel, die ja relativ lang waren, haben sie kürzer gemacht, dass das Rad insgesamt etwas aufgeräumter und ja, besser aussieht. Ja, und als letzten Punkt haben sie natürlich auch an der Nachhaltigkeit gearbeitet
Und bei einer Montage eines Sushi-Bikes war am Ende ziemlich viel Plastik über. Also ich hatte nachher so einen ganzen Müllbeutel, gelben Müllbeutel voll mit Plastik. Und jetzt haben sie halt das Plastik halt eigentlich aus dem Fahrrad verbannt und dafür ein anderes Material eingesetzt, das sie Honeycock nennen. Ich kenne das jetzt nicht, aber müsste man einfach mal recherchieren, wie das ist und ob das auch gut ist. Eine Sache ist mir natürlich noch aufgefallen, wo ich gedacht hätte, das hätten sie, würden sie auf jeden Fall ändern, ist die Lichtanlage. Die mitgelieferte STVZO zugelassene Anlage. Es gab immer Schwierigkeiten hier vorne mit dem Halter, dass die Lampe nicht richtig funktioniert und dass es praktisch auch, ja, es reicht, um gesehen zu werden, aber selber was zu sehen, war bisher nicht möglich. Da hätte ich gedacht, da greifen sie auch nochmal in die Trickkiste und holen nochmal ein gutes Lampensystem, was auch STVZO zugelassen ist und was auch hier zu dem Fahrrad passt. Ja, wenn ich jetzt diese Plusmodelle betrachte, fehlt mir eigentlich beim California Roll eine Rahmenhöhe, eine zusätzliche Rahmenhöhe. Und zwar die Rahmenhöhe, dass du von 1,70 bis 1,90, 1,95 auf das Fahrrad passt. Das hier passt ja für Leute bis 1,80. Und ich finde halt durch diesen Tiefeinstieg, durch diese Trapezform, ist das Rad eher unisex. Man sitzt super bequem drauf und es lässt sich echt sehr angenehm fahren. Allerdings, wie schon gesagt, beschränkt auf Größe 1,80. Und wenn es da noch eine zweite Rahmenhöhe gegeben hätte oder bei den Plusmodellen geben würde, dann würde ich mir denken, okay, da kann das Rad auch mitwachsen und ist eher ein Unisex-Modell, dass halt Männlein und Weiblein da super gut drauf fahren können, weil mir im Alltag macht es viel mehr Sinn, halt diesen Tiefeinstieg zu haben und dann easy über den Tiefeinstieg auf Fahrrad ein- und auszusteigen. Und ein kleiner Tipp noch zu Marki: Bestellt auf jeden Fall einen Ständer dazu, damit das Fahrrad überall immer gut und sicher steht. Ja, und zum Schluss geht es natürlich auch um den Preis, ganz klar. Und die Sushi-Leute haben natürlich den Preis auch erhöht, aber wartet nicht so exorbitant, wie jetzt andere Marken halt so durch die Decke schießen, sondern sie haben 200 Euro draufgelegt für diese Veränderung. 1.199 Euro kostet das Rad jetzt. Es ist sofort bestellbar über ihre Homepage und soll laut den Sushi-Leuten im November geliefert werden, was ja wirklich eine sehr kurze und gute Lieferzeit wäre. Das Gute ist bei den Sushi-Leuten, sie haben starke Test-Ride-Partner, wo ihr das Fahrrad auf jeden Fall mal ausprobieren könnt in verschiedenen großen Städten. Das läuft über List and Ride, aber wenn ihr auf die Homepage geht von Sushi, dann werdet ihr automatisch verlinkt. Ich bin jetzt fertig mit dem Video und vergnüge mich noch ein bisschen mit meinem Marki und freue mich auf jeden Fall auf die neuen Plus-Modelle. Bis dahin, danke und tschüss!